Nach dem Spiel gegen Jahn Hiesfeld. Bei mir ist Uwe Weidemann. 2-0 gewonnen heute. Wie zufrieden sind Sie? Ja, sehr zufrieden. Wir haben am Mittwoch gespielt und wir wussten, dass wir am Mittwoch ein schlechtes Spiel gemacht haben, speziell in der ersten Halbzeit. Mit ein bisschen Glück nehmen wir da natürlich was mit. So, und deswegen war es heute wichtig, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen, um auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, die Druck haben die Jungs hier sowieso immer. Und gerade in der ersten Halbzeit hat es mir unglaublich gut gefallen. Die ersten 30 Minuten, wie wir in der Breite und der Tiefe, wie wir kompakt waren, wo der Gegner nichts, aber auch gar nichts gehabt hat. Ja, und klar freut man sich auch, dass man zu Null gespielt hat. Aber dieser Gegner, der wird einigen noch das Leben schwer machen. Da bin ich überzeugt. Wenn man der Presse Glauben schenken darf, hat der Stuhl ja schon gewackelt bei einer heutigen Niederlage. Die Mannschaft ist nach dem Tor direkt zu dir gelaufen. Was ist da vorgefallen? Nein, nach dem Spiel in Wuppertal haben wir ganz normal am Donnerstag trainiert. Und da bin ich halt in die Kabine gekommen und da haben die Spieler diskutiert. So, ob der Trainer bei einer Niederlage gegen Hiesfeld noch da ist oder nicht. Und ich bin der Auffassung, dass das nicht allzu viele Leute gewesen sein können, die das in die Mannschaft transportiert haben. Weil ich nicht glaube, dass die Jungs sich das irgendwo aus den Fingern heraussaugen. Und das habe ich einfach nur auch der Presse gesagt. Vor so einem wichtigen Spiel. Ob es eine Diskussion ist oder nicht. Der Präsident hat es dementiert. Also ist die Sache für mich erledigt. Okay, man hört auch, dass noch weitere Spielertransfers geplant sind mit Rexai, Pappas und eventuell noch ein Verteidiger oder was da im Gespräch war. Wie sieht es da aus? Keine Ahnung. Weil bei uns ist Kommunikation ist ein großes Problem bei uns. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen und dann bedanke ich mich fürs Interview. Okay.